Jahrhundertelang war es der höchste kuppelüberwölbte Raum in Nordeuropa. Mit Marmor aus Carrara, das Inn der Alpen. Man sieht hier zum Beispiel das Innere der Kirche jahrhundertelang war. Man sieht hier erste Detailaufnahmen, also es wird sehr nah in gewisse Gegenstände hineingezoomt und jetzt ist zum Beispiel herausgezoomt worden. Hier haben wir unterschiedliche Schwenkeinstellungen, die die Kamera macht. Hier kommt es auch zu einer Schwenkbewegung der Kamera, wo man einfach diesen Gegenstand aus näherer Perspektive dann zeigen möchte. Das ist auch wieder eine Nahaufnahme und hier haben wir sogar ein Close-up, also eine ganze Detailaufnahme, wo man noch näher reinzoomt. Hier sieht man jetzt einen Experten sprechen, der seine Meinung äußert und dem Ganzen einfach mehr Informationen und Fakten gibt. Hier haben wir jetzt klassische nachgespielte Szenen. Oder hier zum Beispiel auch sogar eine Animation, wo jetzt eine gewisse Ranfahrt der Kamera stattfindet. Also es ist zwar eine Animation, aber trotzdem wird so vorgetäuscht, das heißt eine Ranfahrt der Kamera, indem man immer näher geht. Auch hier wieder Detailaufnahmen. Hier auch wieder einige Detailaufnahmen und Close-ups. Die Kamera hat hier einen, bleibt eigentlich still und das Objekt fährt quasi durch die Kamera. Hier kommt dann eine virtuelle Karte, durch die man sich einfach besser vorstellen kann, wo das Ganze stattfindet, über das gerade gesprochen wird. Und im Hintergrund hört man eben immer den Kommentartext, das ist ganz wichtig. Hier hat man eine Vogelperspektive, also es wird von oben quasi gefilmt auf das Geschehen. Hier haben wir den Einzug von Karl den Großen. Das ist wieder eine nachgespielte Szene. Hier ist eine klassische Parallelfahrt zu erkennen. Also die Kamera fährt quasi mit den Schauspielern, die im Fokus stehen. Jetzt wird wieder eher näher rangezoomt. Also wir haben hier mehrere Schnitte im Raum. Also es ist immer dieselbe Szene. Wir befinden uns in derselben, ja, im selben Raum, in derselben Örtlichkeit, aber es gibt unterschiedliche Schnitte, die jetzt einfach das ganze Geschehen quasi ein bisschen lebendiger gestalten sollen, also Schnitte im Raum. Hier haben wir wieder Detailaufnahmen, hier haben wir wieder einen Schnitt im Raum, es wird einfach rangezoomt, aber wir sind trotzdem quasi in derselben Szene immer noch. Das soll das Ganze einfach ein bisschen lebendiger machen, dass man mal Nahaufnahmen wie jetzt macht und dann einfach wieder Aufnahmen, wo weiter rausgezoomt ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vor. Hier haben wir auch wieder nachgespielte Szenen. Das sind sogar so eine Zeitloop-Aufnahmen, also Zeitlupenaufnahmen. Das soll das Ganze vielleicht ein bisschen emotionaler darstellen lassen oder auch dramatischer. Hier haben wir sehr weiche Schnitte, also wo das Ganze rundherum ein bisschen verschwommen wirkt. Das erzeugt den Effekt, dass man weiß, dass das etwas Vergangenes ist, was schon stattgefunden hat. Hier haben wir die Darstellung einer Quelle, also einem Originalbild wahrscheinlich. Und es wechselt dann immer hin und her zwischen Spielszenen, Originalaufnahmen, Animationen. Also es ist eine sehr abwechslungsreiche Gestaltung von einer Dokumentation. Hier haben wir die Froschperspektive, also man sieht quasi von unten auf das Geschehen. Hier haben wir wieder Einblendung von Originalbildern. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Darstellung. Hier haben wir jetzt Originalplätze von heute vielleicht. Also es könnten Aufnahmen aus der heutigen Zeit sein, aus Paris. Jetzt spricht wieder der Experte. Ich werde wieder ein bisschen nach vorne gehen.